Die Stimmung hätte am Samstag im Zeitzer Schlosspark nicht besser sein können. Denn bei sommerlichen Temperaturen und einem doch recht angenehmen, teils allerdings etwas stürmischen Wind, waren sportliche Leistungen gefragt. Und da meinen wir nicht etwa König Fußball, sondern den 8. Beach Cup der Volksbank Halle. Etwas genauer gesagt, der Volksbank Zeitz, einer Niederlassung der Volksbank Halle. Gespielt wurde auf zwei Feldern und die Volleyballer schenkten sich nichts. In diesem Jahr waren einige neue Mannschaften mit dabei und auch der Gastgeber stellte wieder eine Mannschaft, so Lisa Heder. Ja, also wir sind wie im letzten Jahr 13 Mannschaften. Die Titelverteidiger vom letzten Jahr sind mit dabei, die Sandblocker, aber auch einige neue Mannschaften. Auch wir als Bank traditionell haben auch eine Mannschaft gestellt, die Volleybanker. Und ja, wir geben hier unser Bestes, aber ich glaube, zum Sieg wird es nicht reichen. Die Mannschaften kamen alle aus dem nahen Umfeld, wobei neben den Freizeitvolleyballern auch Vereine teilnahmen, die mit etwas mehr Übung an den Start gingen. Dennoch stand der Spaß bei dem Turnier im Vordergrund. Also einige sind auch im Verein tätig und auch Hobbymannschaften, aber generell muss man sagen, wir haben hier schon ein sehr hohes Niveau. Und um was wurde hier nun gekämpft? Was erwartete die Sportler am Ende des Turniers? Ja, es wurden Pokale, es wurden Grillpaketgutscheine, es wurden unsere Teilhabeeren für die ersten drei Platzierten. Das Interesse ist ungebrochen, aber das ist der achte. Es macht Spaß. Weshalb macht ihr das eigentlich? Ja, also die Startplätze sind jedes Jahr schnell vergeben. Im Januar ungefähr haben wir immer den Termin, wann wir den Beach Cup veranstalten können. Und innerhalb von Wochen sind die Startplätze auch weg. Traditionell haben wir da immer unsere Stammmannschaften, aber dieses Jahr eben freuen wir uns auch, dass wir neue Mannschaften dabei haben. Und es ist eben zur Tradition geworden. Wir finden, der Sport ist wichtig in der Region und freuen uns jedes Jahr wieder über die rege Beteiligung. Also Spaß hat es auf alle Fälle wieder allen gemacht. Und das ist ja auch Sinn und Zweck eines Freizeitturniers. Na dann, bis zum nächsten Jahr im Zeitzer Schlosspark beim 9. Beach Volleyball Cup.